Der kleine Prinz. Geschrieben von Antoine de Saint-Exupéry. Kapitel 12. Den nächsten Planeten bewohnte ein Säufer. Dieser Besuch war sehr kurz, aber er tauchte den kleinen Prinzen in eine tiefe Schwermut. Was machst du da? Fragte er den Säufer, den er stumm vor einer Reihe leerer und einer Reihe voller Flaschen sitzend antraf. Ich trinke, antwortete der Säufer mit düsterer Miene. Warum trinkst du? Fragte ihn der kleine Prinz. Um zu vergessen, antwortete der Säufer. Um was zu vergessen? Erkundigte sich der kleine Prinz, der ihn schon bedauerte. Um zu vergessen, dass ich mich schäme, gestand der Säufer und senkte den Kopf. Weshalb schämst du dich? Fragte der kleine Prinz, der den Wunsch hatte, ihm zu helfen. Weil ich saufe, endete der Säufer und verschloss sich endgültig in sein Schweigen. Und der kleine Prinz verschwand bestürzt. Die großen Leute sind entschieden sehr, sehr wunderlich, sagte er zu sich auf seiner Reise.